Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From the home of the PGA Tour, we're at TPC Sawgrass for live second round coverage of the Florida Open. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. Our leader on this Friday is our featured golfer. His cushion is a full 4 shots as he gets set to tee off. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde, der zweiten Runde hier Korn Ferry Tour. Wir spielen TPC Sawgrass und die zweite Runde steht an. Wir haben mit 10 unter eine, ja, ich sage mal, komfortable Führung übernommen und wollen natürlich versuchen, heute das Ganze noch etwas zu verbessern, um natürlich den Cut zu schaffen. Aber da bin ich mir sicher, das sollte uns gelingen, denn der Platz liegt uns. So, Freunde, ich möchte heute etwas umstellen, denn in der Vergangenheit haben wir ja immer Back 9, Front 9 gespielt und das natürlich auch immer mit den gesamten Kommentaren, den Flyovers und drum und dran. Heute möchte ich mal Folgendes umstellen, und zwar in den Settings. Round Settings, ich glaube, nein, nicht hier. In den normalen Settings müsste man das umstellen können, glaube ich. Und jetzt hier unter Visual, genau. Und hier möchte ich jetzt mal Folgendes machen, damit das Ganze ein bisschen zügiger geht. Probieren wir das mal aus. Fast Play schalten wir ein und die Previews schalten wir aus, denn im Prinzip kennen wir ja den Platz. Und dadurch schauen wir mal, ob wir dann 18 Loch in einer passablen Zeit schaffen. Okay, die Settings sind gesetzt und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das läuft. Okay, wenn wir gerade hier sind, schauen wir noch mal kurz aufs Leaderboard. Wir haben minus 10, 4 Schläge Vorsprung vor Nick Douglas und 3.06 Uhr. Okay, die meisten sind schon unterwegs, einige sind sogar schon im Clubhaus. Also das sieht doch gut aus, das sollten wir doch wuppen können. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel, viel Spaß. Wir gehen in die zweite Runde TPC Sawgrass. So, jetzt muss man sagen, heute ist der Wind deutlich stärker als in der ersten Runde. Also er kommt auf jeden Fall stärker ins Spiel. Looking good. It's in the fairway here to start round two. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, wir haben Gegenwind und die Fahne steckt hinten. Das ist natürlich nicht ganz so günstig. Eisen 7. Wir lassen den mal hoffentlich zum Stock rollen. Ja, ein bisschen mehr vielleicht mit Approach. Wir schauen uns das nochmal an. Oh ja, okay, der Wind drückt ihn dann doch ein bisschen rüber. Okay. Und springen ein bisschen nach rechts. Naja. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. So, wir haben wenig Break, aber kontinuierlich von links nach rechts. Okay. Es geht ein leicht bisschen bergauf. Von links nach rechts hier aus dem Schatten heraus. Das ist natürlich immer ein bisschen irritierend. Bisschen mehr. Und? Ah! Jui! That's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. And after the 62 yesterday, he'll move to 1 under for his round. So, da haben wir ja gleich mal ein Zeichen gesetzt. Gleich mal das Birdie an der 1 mit einem schönen mittellangen Putt. Das kommt doch gut. So, die Bahn 2, das Paar 5 mit 550 Yards. Wir haben Rückenwind. Das wird natürlich uns extrem helfen, wenn wir das Ganze noch ein bisschen hier reindrawen können. Denn wir müssen mal, ups, das war falsch, reindrawen.
Also, wir müssen ja erstmal hierher, klar. So, jetzt, okay, ein bisschen noch nach links, ein bisschen mehr Draw. Und dann sollte das doch klappen. Ja, geht sofort in die Kurve. Ach du Schande, haben wir doch die Bäume getroffen? Die Äste? Uiuiuiuiui, also das heißt, wir kommen im zweiten definitiv nicht. Aufs Grün. Wir nehmen das Hybrid. Wir nehmen das Hybrid und versuchen einen leichten Fade. Ja, dass er uns dann da runterrollt, das wäre okay. Das Hybrid deswegen, weil es einfach mit der Sohle besser durch das Raff geht. Also man kann hier deutlich besser als mit dem Hölzchen. Dafür wurden im Prinzip die Schläger ja auch mehr oder weniger entwickelt. So, okay. Die machen dann trotzdem Länge. Safely back into the fairway. That was the job at hand and it's a good end result. Ah, da haben wir eine kleine Welle davor, so einen kleinen Hügel. 60er Wedge Finesse heißt, er kommt relativ schnell zum Liegen. Kein Backspin. Wir haben Rückenwind. Okay, trotzdem werden wir uns ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr rechts von der Fahne orientieren, weil der springt dann sowieso ein bisschen nach links und wird zur Fahne hinrollen. Ja, ein bisschen kürzer vielleicht. Und jetzt ein bisschen nach links. Ja, bingo. Ah, that's a high quality shot right there. Should make this about 80% of the time. It's for birdie. So, das Ganze bricht nach links. Nicht viel, also sollte hier ein Birdie drin sein. Wenn wir ein bisschen mehr Speed geben, bleibt er eigentlich auf der Linie. Yes, can't ask for better start to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. And he moves to 2 under for his round, 12 under all told. Okay, das Par 3. Eisen 8, der Wind kommt von rechts. Eisen 8 könnte etwas kurz sein. Eisen 7 etwas kürzer oder eben höher anspielen. Ja, der Wind kommt schon extrem. Mitte grün sollte uns aber auch reichen. Wir spielen das Ganze hoch an. Ja, ein bisschen überpaced. Der Rücksprung etwas zu viel. Okay, aber wir sind safe on the green. A very sensible play there, right in the middle of the green. Yo, so sieht's aus. On three green to look at this putt for birdie. And an ideal look here, just moving slightly to the left. So, es geht auch hier wieder etwas bergab. Leichtes Break am Anfang, vorne wird es dann schneller. Okay. Ja, ungefähr ab der Hälfte. Wenn es dann flacher wird, haben wir mehr Break. Wahnsinn. That is well judged. Straight into the cup. It's a birdie here at number 3. And he'll move to 13 under par for the tournament. Ja, ich fange gerade an, ein bisschen vor mir selbst mich zu erschrecken sozusagen. Wir haben Rückenwind und der hilft uns natürlich bei dieser Bahn. Wo steckt die Fahne? Ach, diesmal auf der rechten Seite, das ist gut. Rechts ist im Prinzip die etwas einfachere Fahnenposition. Aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir hier ordentlich ins Fairway kommen. Wir werden überhaupt gar keine Kurve spielen. Wir lassen den Wind für uns arbeiten. So, Apex 80 Fuß, das ist relativ niedrig, 280 Carry, aber hier macht er natürlich einen schönen Roll. Sauber in die Kurve. So, 319. Okay, 60er mit Finesse heißt auch wieder in dem Fall wenig Backspin. Wir haben aber wieder Rückenwind und wir haben es gerade eben deutlich gemerkt.
Wir haben es deutlich gemerkt, wie der Ball doch ganz schön weit geflogen ist. Er wird sofort liegen bleiben. Auf die Entfernung macht der Wind aber nicht so viel aus. Yeah, that's good technique. And that is right around 5 feet. Not too bad. Oh. No gimme here. Tricky one for birdie. Ja, das ist jetzt ein richtig böses Break. Das ist ein richtig böses Break. Es geht auch nach unten. Okay. Das heißt, der wird eigentlich eher von, ja, über links reinkippen, ist so ein bisschen die Idee. Wir können den natürlich auch durchs Break durchspielen, aber dann müssen wir richtig Gas geben und dann rollt er uns hinten weg. Und das müssen wir eigentlich nicht riskieren, denn ein Pärchen ist hier auch ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen hier im Finger juckt. Wie bringen wir den ran? Ist doch ganz schönes Break. Ah, okay. That one's gonna go begging. The miss is right. Frustration there. So, den geben wir jetzt einen mit. Okay, that one finished off. It's a par here at four. So, wir führen mit 5 Schlägen Vorsprung. Right where it is. So, da würde ich doch fast sagen, also der Cut scheint kaum in Gefahr. Wir müssen hier auch wieder ein bisschen aufpassen, dass er hinten nicht durchrollt. Hier werden wir auf jeden Fall den Fade, das Ganze noch ein bisschen unterstützen mit dem Fade. Jetzt ein bisschen nach rechts springen. Ja, er bleibt oben liegen, das ist gut. Sehr, sehr schön. So, der Wind drückt den extrem nach links. Das ist aber in dem Fall wirklich sehr gut. Ein Eisen 6. Ein Eisen 7. Ein Eisen 7. Ja. Der wird auf jeden Fall nach links gehen. Und dann wird er natürlich durch den Wind auch noch ein bisschen rollen. Wir haben dann noch diesen Hang hier. Also ich denke fast, dass wir den so spielen können. Er geht nach rechts. Bleibt rechts vom Stock. Er ist schon ganz schön weit. Er ist doch ganz schön weit im Flug gewesen. We welcome in Iona Steven. This, a putt for birdie. Yeah, it's the break that you've really got to consider here. It will come from right to left. You've got to start it online and you've got a good chance of getting it close. Ja, das ist schon ganz schönes Break auch wieder. Der rollt die ganze Zeit dann links runter und nach hinten wird es natürlich immer stärker. Das heißt, wenn er langsamer wird, wird er das Break natürlich auch mehr annehmen. Okay, könnte aber auch ein bisschen viel sein. Im Endeffekt gilt es immer, möglichst an den Stock zu kommen. Oh ja. Doch ein bisschen viel. 4 Fuß ist noch ein kleiner Wadenbeißer. Okay, sicheres Paar. It is a par here at the fifth, and he'll remain well in control of this tournament. Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass natürlich dieser Anfang mit den 3 Birdies, der verleitet einen schnell dazu, unkonzentriert zu werden. Wo steckt die Fahne? Die Fahne steckt links im Grün. Nein, die steckt hinten rechts im Grün. Das heißt, eigentlich sollten wir versuchen, hier links ins Fairway zu kommen. Links ins Fairway. Ja, was haben wir denn da links? Da ist natürlich der Bunker, da ist die Welle. Okay, wir können ein bisschen mehr rechts gehen. Ja, doch, das passt. Der springt nach rechts rüber, oder? Ah, ja, danke. Danke. First cut ist okay. Shot finds the first cut. But really, with that second shot, shouldn't be too much of a problem. Okay, was bietet er uns an? Ein 50er Wedge.
Finesse möglichst schnell zum Liegen kommen. Wir haben Rückenwind. Den Rückenwind haben wir gerade gut gespürt. So, nicht zu lang, das 50er. Ah, jetzt haben wir ein Pitching Wedge. Okay. Und wir müssen gucken, dass wir... Kommen da die Bäume ins Spiel? Nein, die Bäume kommen da nicht ins Spiel, wenn wir den natürlichen Wind nutzen. Okay. Ja, der wird auch ein bisschen nach links bouncen. Ja, komm, noch ein bisschen. Well, no surprise. We've already seen some great iron shots this week, but that is another one. A straightforward look here for birdie. So, das sieht mir doch relativ safe aus. Ein bisschen vielleicht über rechts. Nee, wir machen Mitte Loch fertig. Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. And he's got it to 14 under par. So, wir haben wieder ein bisschen was geschafft, nämlich das nächste Birdie. Okay, das nächste Par 4, 455 Yards. Ja, auch hier gilt es natürlich gut hier ins Fairway zu kommen. Wir haben diesmal ein bisschen Gegenwind. Okay, wir gehen hier ein bisschen mehr über links. Er nimmt die Kurve, das passt, das sollte Mitte Fairway werden. Ja, und viel Rollen tut er nicht. Good balance, good follow through and a good start to this hole. 169 Yards nutzt noch bis Frank, zum Stock. What's the best way to approach this next shot at the seventh hole? There's a lot of mounding on this seventh green, you know, to the right and the left. You can use those mounds to kick the ball to the flag. Ja, das Problem ist hier vorne. Diese Welle, die ist ekelhaft, so will ich es mal formulieren. Weil da springt er definitiv böse nach rechts, kriegt eventuell nochmal einen richtigen Kick. Eigentlich müssten wir versuchen, hier über die rechte Seite reinzukommen mit einem richtig kräftigen Draw. Heißt aber dann, gegen den Wind zu arbeiten. Eisen 8 gegen den Wind. Ja, wir müssen schon das 7er nehmen. Werden es aber dann hoch anspielen. Ach. Hier den Draw reinzuspielen. Das ist nicht einfach, den hohen Draw. Okay. Und jetzt müsste er ein bisschen nach rechts kicken. Ja, das wird ein etwas schwieriger Putt wieder. Ja. Das wäre mir lieber gewesen, wenn er ein paar Meter weiter rechts gelegen wäre. So, 4 Inches down. 4 Inches down. Und er wird ziemlich gleich rüberbrechen und runterrollen. Wir schauen, dass er links vom Stock bleibt. Ja, gutes Tempo. Oh, da wäre ja noch beinahe links rübergerollt. So, okay, das Tap-In nehmen wir mit. So, Par 3, 230 Yards, das ist nicht ganz ohne. Die Fahne ist kurz gesteckt, der Wind kommt über links. Da müssen wir schauen, ob wir überhaupt durch diese Baumschneise kommen. Er möchte ein Hybrid spielen. Ich werde ein Eisen 4 nehmen. Ein Eisen 4. Oh ja, wir sehen es, ne? Okay, wir kommen hier dran vorbei. Ein Eisen 4 müsste eventuell doch reinrollen können. Wir spielen es etwas flacher. Er ist zu weit rechts, aber wird ein bisschen nach links springen, oder? Okay, das wird ein kleiner Chip. And that one not on the green, but not a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Okay, er möchte sogar pitchen. 11. 9. Hier rüber.
Okay, das Ganze hoch. Ja, das ist doch okay. Damit kann man gut leben. With all the elements of his game have been in sync today, a terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. So, es geht bergab. Das heißt, der Ball kriegt Tempo. Und das nächste Pärchen auf der Scorekarte. And he'll remain at 14 under. Sudele. Und wir kommen auf die 9. Ein paar 5. Wo man genau wissen muss, wo man den Ball hier platziert. Und zwar möglichst weit rechts, damit man überhaupt eine Chance hätte, hier mit dem zweiten reinzukommen. Aber wir haben Gegenwind. Also eher die Sache platzieren auf dem Fairway, weil man mit dem dritten, mit dem zweiten hier vermutlich nicht aufs Grün kommen werden. Deswegen spielen wir den Safe und machen dann die 3 Schlag. Strategie sozusagen. Sehr gut. No issues there. Good tee shot in the short grass. Now from way back, better than 300 yards, a second to the par 5. So, einen kleinen Draw hier mit rein einfließen lassen. Der nimmt auch die Kurve sehr schön an. Sehr gut. So, das 60er hat er mir in die Hand gedrückt, der Caddy. Mit einem Finesse-Schlag. Wir haben aber Gegenwind. Wir werden aber schauen, dass wir den Ball hinter den Stock bringen. Okay, ja, ist schon ganz schön windig, beziehungsweise Gegenwind. Ah, geht doch nach links und bleibt zu kurz. Ah, so extrem kurz, also das scheint mir schon ein bisschen merkwürdig. Ein Chip. So, der sollte ja jetzt mehr rollen. Ja, lauf, 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 lauf. Oh. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. So, da waren wir wieder ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu vorsichtig, aber dieses Tap-In zum Pärchen lässt zumindest nichts anbrennen, Freunde. So, wir haben 6 Schläge Vorsprung. Wir haben unseren Vorsprung noch mal ein bisschen ausgebaut. Und ich würde sagen, wir gehen gleich auf die zweiten 9, denn in dem Spielmodus geht es doch sehr, sehr zügig. Und dann machen wir ein schönes 18-Loch-Video. Und ich denke, für die Zukunft könnten wir das dann auch für immer die zweite und die dritte Runde machen. Die Finalrunde ist natürlich dann wieder spannender. Und da lassen wir es uns dann wieder etwas gut gehen und genießen dann natürlich auch den Platz. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das so ganz okay findet. Die erste Runde immer ausführlich, damit wir den Platz kennenlernen. Die zweite, dritte Runde, falls wir natürlich auch den Cut schaffen, das immer vorausgesetzt. Dann machen wir ein bisschen so hier im Fast Mode und dann natürlich die Finalrunde, wenn es wieder um alles geht, machen wir dann wieder gesplittet mit Front 9, Back 9, wieder mit Flyover und allem drum und dran. Wenn euch das so gefallen würde, dann schreibt mir es doch so in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Okay, Freunde, wir gehen auf die Back 9, die 10, Par 4. Letztes Mal haben wir das Hölzchen genommen. Jetzt haben wir aber auch ein bisschen Gegenwind, beziehungsweise er drückt uns den Ball nach rechts. Deswegen bleiben wir jetzt beim Driver. Wir müssen hier definitiv gegenarbeiten mit dem Draw. Ja, er kommt. Das heißt hoffentlich Mitte Fairway. Das sollte passen, dass wir einen guten Winkel haben für die Annäherung. Oh ja. Ja, ja, da müssen wir auf jeden Fall länger. Auf jeden Fall länger, aber wir können ein bisschen mehr links, damit er aufs Plateau kommt. Na gut, er wird ja auch ein bisschen rollen. Zu lang wollen wir auch nicht sein.
geht doch wieder deutlich rechts. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Now this, so. A birdie at 10. Now, Rich, you know, I've been in there, I've taken a good look at this one, and I'm not seeing a lot in it. Up the slope, not a great deal of break. Confident roll required. Ja, nach rechts, und es geht ziemlich nach oben. Ich glaube, so einen ähnlichen Putt hatten wir auch in der ersten Runde, oder? Irgendwo hatten wir auch so einen Putt und da ist er uns ein bisschen verhungert. Ja, er wird am Anfang brechen und oben, näher oben bricht er weiterhin. Okay, deswegen noch ein bisschen mehr links. Ah, ja, über die Lochkante. Put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. Ja, das war ein guter Versuch. Ein guter Versuch. Level den Tap-In. Nehmen wir. Dankeschön. In for par to start this backside. And he'll remain right where he is. So, wir schauen mal kurz aufs Leaderboard. Okay. An der 13, an der 17 sind die Kollegen, die minus 8, minus 7 haben. Okay. Ja, wir sind, glaube ich, hier im letzten Flight, wenn ich das sehe. Also das heißt, wir können beobachten, was das Feld macht. Aber jetzt beobachten wir uns an Drive hier an der 11, 546 Yard. Ganz wichtig natürlich hier den Ball mit Länge ins Fairway zu bringen, damit wir für den zweiten Schlag und die Option aufs Grün zu kommen. Ja, jetzt schaue ich gerade... Ja, okay, wir müssen den doch ein bisschen da drüben anspielen. Das passt. Ich glaube nicht, dass wir da oben hängen bleiben. War gerade ein bisschen irritiert wegen dem Baum. Er ist ein bisschen weit rechts. Aber er macht einen schönen Roll. 277 Yards im Flug. 313 mit Roll. Haben wir jetzt die Chance, das Grün anzugreifen? Mit einem Holz auf die kurzgesteckte Fahne. Das auf gar keinen Fall. Wir haben Rückenwind. Mit dem Hybrid. Nee, da rollt er uns definitiv drüber. Das Eisen 4 ist... Kommt das Eisen 4 hin? Ich glaube es fast nicht, Tim. Das Hybrid etwas kürzer und höher. Und hier rein, damit er in den Hügel springt. Ja, ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Ne? Also da... Aber warum sollen wir nicht mal ein bisschen was probieren? Wir haben ja Rückenwind. Vielleicht ein kleines bisschen reinfaden. Aber auf jeden Fall höher anspielen, damit er hoffentlich schnell zum Liegen kommt. Ja, der wird eher in den Bunker landen, oder? Ja, okay, da können wir schön pitchen von der Seite. Haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt. Yeah. 12. Wir gehen auf 9. Er springt nach links und rollt dann links runter. Ja, wir müssen hier ein bisschen über den Hügel, aber es geht dann auch ein bisschen runter. Das heißt, wir werden den hoch anspielen. Ah, hat dann doch ein bisschen Speed gekriegt. Okay. Aber im Prinzip haben wir mit einem 8-Fuß-Putt immer noch eine Birdie-Chance. Okay. Ganz leichtes Break eigentlich nur am Anfang. Vorne ist es dann ruhig. Okay, that ball online all the way. It's a birdie here at 11. And he continues to just build up a massive lead for the weekend. Ja, wir haben Gegenwind. Wir werden den reindrohen. Das ist dieses berühmte Drivable Par 4. Wo wir allerdings mit unserer Länge nicht hinkommen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lang sind, dass er hinten durchrollt. Aber mit Gegenwind sollte das jetzt kein Problem sein. Ein strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend. And that, another good drive here. A little over 80 yards here as he gets set for his second. So ein 60er. Aber mit deutlich Gegenwind. Vorhin waren wir schon deutlich zu kurz eigentlich.
ein bisschen zu wenig Backspin. Ja, schon. Oh, nee. Unheimlich Backspin. That's a head scratcher. That approach shot from relatively close in. I would have been looking at 10 to 15 feet. Bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Okay. So, 51 Fuß. Es geht den Berg hoch. Augenblick nochmal. 10 Inches. Das heißt, auf jeden Fall hierher. Damit wir auch hinkommen. Wir haben am Anfang einen Break nach rechts. Und dann kippt das Ganze deutlich nach links. Eigentlich mehr so. Ja, kommt er hin? Kommt er hin? Ja, das ist ein guter Putt. Not bad. Had to put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. Ja, diese Double Breaks sind natürlich immer schwer einzuschätzen. Wie bricht er am Anfang, wie bricht er später? So, Level. Er bricht ein bisschen linke Lochkante. No missteps there. It is a par here at 12. Ja, ich muss sagen, im Moment sind wir... Im Moment sind wir alle so aus 5 Fuß immer sehr, sehr sicher. So, das wird jetzt spannend. Die Fahne steckt rechts. Das ist insofern okay. Okay, Eisen 6. Wir nehmen Eisen 7, weil wir haben Rückenwind. Und wir spielen das Ding kurz an und müssen schauen, dass der zum Liegen kommt. Denn er wird ja auf jeden Fall rollen. Okay. Ah, wieder ein bisschen überpaced. Ah, der ist zu weit links, oder? Und deutlich zu lang. Eieieiei. Deutlich zu lang. Jetzt haben wir schon Eisen weniger genommen. So, 7. Und da vorne ist eine ganz schöne Welle. Ja, der bricht zuerst nach links weg. Und dann geht er in die Welle und dann müsste er wieder rechts rüber. Und jetzt ist das wieder so ein Double Break und wir müssen jetzt wieder uns überlegen, bricht er mehr nach links oder später mehr nach rechts? Wenn er ja langsamer wird. Ja, okay. Look at this so. That is something special right there. From that far away, to gauge that speed, that is so well done. Danke. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay right where he is. So, wir erweitern unseren Vorsprung. Wir führen unseren Vorsprung immer ein bisschen mehr. Mittlerweile 7 Schläge. Also das scheint hier auch wieder sehr gut zu laufen. Sieht, erinnert mich ein bisschen an den Riviera Golf Club. Wir haben einen Rückenwind und der müsste uns den Ball auf jeden Fall schön links runterdrücken. Ja, jetzt werden natürlich auch wieder die Fragen aufkommen, ob wir die KI natürlich im Feld anpassen. Das werden wir mit Sicherheit tun nach diesem Turnier, weil wir jetzt doch die letzten beiden Turniere, ich glaube, so wie es aussieht, ziemlich dominant, sehr dominieren. Und dann werden wir natürlich für das nächste Event hier die KI wieder ein bisschen anpassen, hatte ich ja auch versprochen. Ich glaube, wir sind im Moment bei einem Wert von 85. Dann denke ich, sollten wir langsam auf 90 gehen, was die KI angeht. So, aber nichtsdestoweniger müssen wir das Ganze trotzdem nach Hause bringen und nicht, wie es immer so schön heißt, das Birdie notieren, bevor wir es gespielt haben. Wir haben wieder extremen Rückenwind. Und gerade eben hier an dem Par 3 hat mich das Ganze schon ein wenig arg irritiert. Bin fast am Überlegen, ob wir hier nicht 175.
Ich meine, das Ganze wird dann da runterrollen. Wir werden den extrem hoch anspielen. Ja, rollt hinten raus. Rollt er in den Bunker rein oder was? Nein, okay, bleibt im First Cut liegen, aber war wieder zu lang. So, 10. Ja, witzig. Der müsste ja nach links springen. Pitch. Jo, wieder gut dosiert. Boy, all the elements of his game have been in sync today. A terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. No issues there. It is a par here at 14. So, wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade und auf die interessanten Bahnen. Make 24 Birdies, okay. Haben wir gerade einen Birdie gespielt? Nein. Augenblick mal. Nee, wir haben doch keinen Birdie gespielt. Warum sagt er jetzt da unten Make 24 Birdies? Wieso poppt das jetzt gerade auf? Naja, okay, sei es drum. Wir sind an einem Par 4, weil das Par 5 kommt ja noch. Die 16. Jetzt haben wir wieder Gegenwind. Einen kräftigen Fade. Ja, der ist mal zu weit links. Aber er wird hoffentlich noch ein bisschen nach... Naja, okay, das geht sich aus, das passt schon. So, wir haben kräftigen Gegenwind. Praktisch das, was wir vorhin als Rückenwind hatten. Eisen 6. Wir werden es mal spaßeshalber so probieren. Das ist erstmal Richtung Mitte grün. Und da bleibt erstmal Pin High liegen. Das war insofern eine gute Entscheidung. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Oha. Also im Prinzip haben wir so gut wie kein Break. Hier mal geht es ein bisschen nach links, 2-3 Kästchen. Und dann geht es da vorne wieder ein bisschen nach rechts. Also, ein Ticken vielleicht nach rechts hier gehen. Einen Ticken, aber eigentlich ist es ein ziemlich gerader Putt. Perfect putt there. It is in for birdie here at 15. And he's just continuing to pour it on here on this Friday. So, jetzt kommt dieses spannende Par 5, was man hier hervorragend natürlich hier reinspielen muss, wenn man überhaupt eine Chance haben will, auf ein Birdie bzw. ein Eagle. So, deswegen werden wir den hier richtig schön reindrawen. Der müsste eigentlich gut hier aufs Fairway kommen. Sehr schön. Und macht auch Länge. 279 im Flug. Ja, da kommen wir auf 315 Yards. Und jetzt bietet er mir von vornherein. Das letzte war es noch. Oh ja, die Fahne steckt hinten. Eieieiei. Das müssen wir gut hinrollen. Ein Hybrid nehmen wir hier auf gar keinen Fall. Wir haben Rückenwind. Auch selbst das Eisen 4 ist mir zu lang. Das Eisen 4 ist mir zu lang. Der Wind drückt den hier rüber. Nee, wir werden den noch weiter hier drüben anspielen, weil er dann die Kurve macht. Und wir werden den hoch anspielen. Das reicht mir, wenn der aufs Grün kommt. Er geht schon wieder gleich nach rechts. Eieieiei. Wo läuft er hin? Wo läuft er hin? Ja, er wird hier hoffentlich im Fringe hängen bleiben. Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly.
Hat er mir denn jetzt praktisch aufs Grün gelegt? Sehe ich das richtig? Wir waren doch hier im Vorgrün. Okay. Also, was haben wir? Wir haben 5 Inches hoch. Das heißt, dann gehen wir hier hin. Und das Ganze bricht definitiv erstmal nach links und oben wieder nach rechts. Aber es bricht mehr nach rechts als links. Also müssen wir eher so machen. Hinterm Loch bleibt er liegen. Ist ums Loch herumgelaufen. Und ich würde sagen, dieses Birdie nehmen wir doch gerne mit. Oh, der Schatten irritiert ganz schön. Oh ja, jetzt haben wir richtig Wind hier. Die Fahne steckt hinten. Wir haben Gegenwind. Ja, wir müssen den Ball schnell zum Liegen bringen. Ja, immer das Grün zu treffen ist hervorragend. Und dieser Backspin, das ist genau das, was damals mal dem Martin Keimer passiert ist. Und ruckzuck rollt einem der Ball runter, weil hier geht es natürlich runter. Ja, man sieht es hier. Ja, Uphill Putt, ein Fuß. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall hierher. Das Ganze am Anfang wieder ein bisschen nach links und dann zieht aber alles da oben nach rechts. Also machen wir so. Im Endeffekt wollen wir nur an das Loch kommen. Okay, er läuft und bleibt kurz davor liegen auf der Linie. Oh, hier fliegen sogar Libellen. Hier sehe ich ein paar Libellen. Okay. So, auch das sollte jetzt ein einfaches Pärchen werden. Also wir sind, glaube ich, relativ fehlerfrei hier unterwegs. Sehr schön. 17 unter. 8 Schläge Vorsprung. Und jetzt sollten wir hier einfach nur noch nach Hause kommen. Wir haben Gegenwind. Das heißt, wir werden hier den Ball ein bisschen weiter rechts reinspielen. Denn, wie gesagt, die Länge ist hier jetzt nicht entscheidend. Sondern einfach nur den Ball platzieren aufs Fairway. Und das passt hervorragend. Ja, erst kurz. .198, die Fahne steckt rechts. Man sieht, wir werden hier über rechts gehen. Und wir werden ein Eisen 4 nehmen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, das ist natürlich nur ein kleines Plateau da oben. Wenn wir hier im Semi-Raff oder im Raff hängen bleiben. Aber wir haben ganz schön Gegenwind, der den Ball auch rüberdrückt. Man sieht es hier. Okay. Ja, geht schon wieder gleich links vom Stock. Der wird auch durchrollen. Ja, da rollt jetzt da hinten die Welle runter. Okay, das wird ein interessanter Pitch. .222 .16. Der wird nach links, nach rechts kicken. Wir machen den noch etwas kürzer, weil der wird sowieso rollen. Der wird noch mehr rüber kicken. Guckst dir an. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. 3 Fuß gepitcht.
So, jetzt noch das sichere Pärchen reinbringen. Mit ein bisschen Schmackes über links. Und die zweite Runde und der Cut ist geschafft. So, another look at the leaderboard and you'll almost do a double take, Frank, our featured golfer, with a commanding lead through 36 holes. So far, it's just been just a clinic again. I know I use that word a lot, Rich, but it looks like two different players. One at the top and, well, the chasers. Different league. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich und wir gucken hier mal ganz kurz auf die Scorekarte. Wieder ein makelloses Teil hier mit 6 Birdies, 7, habe ich mich jetzt gerade verzählt? 1, 2, 7, was ist das? Also, 4 auf den Front, 3 auf den Back 9, 7 unter, wieder gespielt. Der Platz scheint uns definitiv zu liegen. Wir gucken aufs Leaderboard und sehen, okay, wir führen mit 8 Schlägen. Das wird genauso laufen, fast habe ich das Gefühl, wie der Riviera Country Club. Das heißt, wir dominieren das Feld, wir sind hier ganz vorne mit dabei. Und es, ihr seht es rechts oben, Projected Cut plus 2 haben wir, glaube ich, deutlich geschafft. Also, wir sind uns einig, dass wir zum nächsten Event, denn das geht nicht, wenn man ein Event schon gestartet hat. Zum nächsten Event werden wir definitiv die KI für unser Feld ein bisschen nach oben schrauben, um das Ganze, ich glaube, dann doch etwas interessanter zu machen. Und meine Frage bleibt bestehen, gefällt euch das Format, dass wir hier einfach im Schnellmodus dann die Runden 2 und 3 hier durchlaufen lassen und dann doch gleich ein bisschen längeres Video machen, aber dann eben die 18 Loch schon haben? Oder wollt ihr weiterhin lieber, dass wir Front 9, Back 9 und ihr so ein bisschen mehr die Spannung habt? Denn oftmals wechselt ja bei mir die Performance zwischen den Front und Back 9. Also schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wir schauen nochmal, was wir dafür bekommen jetzt hier an Punkten. The Player Stadium Course of TPC Sawgrass hat uns gebracht Total Tokens 360 und 19.000 Paar Zerdrückte. Wir haben uns wieder mal ein bisschen gelevelt hier. Da gehen wir mal kurz rein und schauen, was es dafür gibt für diesen Level 8. Und wir haben ein Daily Quest anscheinend wieder erfüllt. Auch sehr schön. Gut, so, wir schauen in den Pro Pass. Bing, 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 bing. Und wir sind dabei Level 8. Level 9 sogar, so wie es aussieht. Okay, das claimen wir. Und dafür haben wir Tickets dann bekommen, wieder für Online-Games oder für Tournaments. Und hier gibt's einige Gummipunkte, mit denen wir dann wieder was kaufen können. Denn ich möchte auf jeden Fall im Store, ich brauche auf jeden Fall Specs für meinen Driver. Da wird gespart. Ich glaube 18.000. Wir schauen mal ganz kurz im Store und dann auf Specs. Und da will ich irgendwo schauen. Hier Tony Finos Driver Spec 18.000. Das wäre doch etwas für Vaters Sohn. Okay, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin auf eure Kommentare, auf eure Infos gespannt. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, hier bei mir auf dem Kanal, dass wir EA Sports PGA Tour hier spielen, Golf spielen, dann lasst mir doch auch ein Abo hier. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch bei den nächsten Events wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Zeit. Und sage wie immer an dieser Stelle tschüss, ciao, cheerio. Wünsche euch ein schönes Spiel. Das war's, euer Baden-Farmer.